einfach von hier nach hier, nach hier. Und dann gehen wir hier einfach einmal rum, weil hier will ich eh nichts bauen. So. Perfekt, perfekt. Und dann bauen wir ein paar mehr Straßen hin. Nebeneinander schön, schön geordnet in der Reihe. Einfach bloß, um wirklich Bevölkerung und Gewerbe jetzt zu kriegen. Zack, weg mit dem Stein, scheiß drauf. So. Haben wir hier noch eine richtig strukturierte Vorstadt, Vorort. Und die, oh ja, das funktioniert natürlich wieder nicht. Ach! Schließen. Zack. Zack. Und das verbinden wir jetzt einfach mal nach da. Anders geht's leider nicht. Ah, passt schon. So. Hier machen wir aber noch ein paar mehr Verbindungen. Oh, das. Es ist immer genau ein Gebäude da im Weg. Oh, warum muss ich denn da rechts immer zweimal auf alles draufklicken? So, den verschieben wir ein bisschen. Setzen hier einmal das dazwischen. Setzen hier einmal das dazwischen. Ich habe keine Ahnung, warum hier noch Stromleitungen sind. Braucht kein Mensch. So, weiter im Straßenbau. Und dann machen wir hier einfach noch so schöne Querstraßen rein. Das ist doch toll. Dann mit wenigstens der Service, die öffentlichen Sachen hier alles schön erreichen. Dann eine, ach, Feuerwehr haben wir schon, Krematorium haben wir schon, ja, Polizei, Feuerwehr, alles da, perfekt, du. Bildung, wie sieht es mit Bildung aus? Ich weiß, man hat, mir wurde gesagt, dass man nicht die Leute bloß nicht zu sehr bilden soll. Aber warum nicht? Dann sind da halt übergebildete Arbeiter. Die Arbeiten werden halt trotzdem gemacht irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. Ich mache hier einfach wenigstens eine Grundschule. Wie sieht es mit der Oberschule aus? Hier ist eh noch Radius und die Uni, ja gut. So viele Hochgebildete brauchen wir dann auch wieder nicht. Das ist, glaube ich, sogar eine Uni, ne? Die Public Library ersetzt, glaube ich, eine Uni. Weiß ich aber nicht genau. Guck mal, Oberschule und Universität geht aber. Ist knapp, du, ist knapp. Eigentlich voll. Wie viele Oberschulen ich habe eigentlich? Universitäten? Ich hatte doch schon mal so eine Public Library gebaut. Das war. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich baue einfach mal die hier unten. Public Library. Das zählt als Oberschule, zählt das. Okay, als Oberschule. Okay. Hat aber anscheinend nicht gerade viel Kapazität. Studentenkapazität 460 und die 1000. Ist also echt bloß ein Deko-Ding. Na gut, lassen wir es so. Machen wir noch Parks. Schöne Parks. Ein bisschen, das ist immer gut, das kommt gut. Was haben wir noch so schönes? Machen wir hier noch einen, so. Zack. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir noch so Karussell-Hüpfbogen, das ist immer toll. Immer toll, sowas. Setzen wir einfach hin. Wasser. Unbedingt Wasser, das vergesse ich sonst wieder. Hier muss natürlich Wasser hin. Die wollen ja alle trinken und scheißen. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Das wollen wir denen natürlich nicht verweigern. Zack. So, dann haben die auch alle Wasser in diesem neuen Vorort. Parks haben sie, Wasser haben sie, Abwasser haben sie, Strom haben sie, bald. Müllabfuhr haben sie. Scheint alles da zu sein, dann kann ich sie jetzt festlegen. So, und da ich auch ziemlich viel Gewerbe brauche, setze ich erst einmal, so wie ich das hier sehe, mache ich erstmal einmal das hier und mache ich das hier weg. Ich mache mal alles weg. Nee, mache ich nicht. Ich mache nicht alles weg, aber hier. Das mache ich weg und das mache ich weg und das mache ich weg. Das mache ich weg. Ich will hier nämlich jetzt komplett dicht besiedelt machen. Deswegen mache ich das hier alles einmal kurz weg. Mach alles. Mach jetzt hier einmal die Gewerbegebiete erstmal. Ich würde sagen, Gewerbegebiete. Mache ich einmal das und die. Zack. Und. Jetzt können wir noch. Machen wir das auch noch zum Gewerbegebiet. Und den Rest machen wir dicht besiedeltes Wohngebiet. Dann machen wir einfach einmal so. Zack, dicht besiedeltes Wohngebiet. So legt man neue Wohngebiete an. Oder erweitert den Vorort. So.
Tutorial beendet. Auf Wiedersehen. Nein. So, wir machen noch ein bisschen weiter hier. Aber auf alle Fälle ist der Vorrat schon mal um einen Großteil erweitert. Ich hoffe, jetzt wird wahrscheinlich die Nachfrage erstmal bei den beiden Sachen zurückgehen. Aber wie schnell die sich hier einfach wieder ansiedeln, ne? Aber eins ist noch nicht. Busse. Busse sind noch nicht. Nee, das will ich haben. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Du Scheiße. Ja. Ich mache hier einfach mal eine neue Linie hinzufügen. Und lass die einfach mal hier so durchfahren. So, einmal überall halten. Ich hoffe, dass... Was, wo habe ich angefangen? Da unten, okay. Muss ich da nachher irgendwie wieder zurückkommen. Neue Linie hinzufügen. Ich muss das hier leider mitnehmen. Wollte ich jetzt nicht, weil ich ja irgendwie wieder hier dann lang muss und hier wieder zurück muss. So, Linie abschließen. Und dann machen wir hier auch noch eine andersrum. Ach, scheiße. Das war jetzt ein Fehler. Hier. So. Zack, zack, zack. Die fährt einfach entgegengesetzt. So. Ist doch schön. Immer toll, wenn was funktioniert. Anscheinend scheint es zumindest gerade zu funktionieren. So. Und dann hier wieder zurück. Und Linie abschließen. So, dann haben wir zwei Buslinien. Wie sieht es mit U-Bahn aus? Haben wir noch nichts hier unten. Da könnte man auch mal machen, ne? Ein paar U-Bahn-Bahnhöfe. Ach, guck mal, hier haben wir eine U-Bahn. Haha. Machen wir doch einfach hier noch ein paar Bahnhöfe, U-Bahn-Bahnhöfe. Zack, 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 zack. So, machen wir hier einfach mal richtig dicht. Mal gucken, was passiert. Einfach mal richtig schön dichte U-Bahn-Bahnhöfe. Wie Bushaltestellen sozusagen. Nur als U-Bahn. So. Zack. Und dann da hinten lassen wir die einfach wieder zurückfahren. Und die jetzt irgendwie nur verteilen. Gucken, wie ich das mache jetzt hier. Zack, zack, zack. Und zack. So. So und so. 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 Schön hier. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt da? Funktioniert das so? Ansonsten fahre ich halt. Ja, komm, ich mache das so. Zack, funktioniert schon. Das passt. Zack. So und so. So, dann haben wir so eine richtig schöne Schlenker-U-Bahn. Zack. So. Und so. Hier auch noch rum. Dann haben wir hier endlich mal so eine richtig dicht besiedelte U-Bahn, weil ich hatte jetzt wirklich schon das Gefühl, ich habe das immer so ein bisschen mager gemacht mit der U-Bahn. Aber das muss man anscheinend wirklich ziemlich dicht machen, weil die wird so unglaublich häufig benutzt. Ne? Also so viel, wenn man mal guckt. Die U-Bahn ist das meistbenutzte Verkehrsmittel in der Stadt hier. Ne? Deswegen mache ich das einfach mal wirklich verdammt dicht. Und guck mal, was passiert. Oh, mir fällt jetzt erst auf, dass das eine scheiß Anlegung ist. Das ist egal. Mach das einfach mal hier unten rum. Das war nicht gerade sehr sauber, was ich jetzt hier gemacht habe, aber... Gott, ist das unsauber. Scheiße, Mann. Mache ich denn das hier jetzt? Da kann doch keine U-Bahn rumfahren, Mann. Zack, 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 zack. So, so, so und so und so. Und du machst jetzt hier eine Anbindung an. Wie, ist mir egal. Brauchst du eigentlich gar nicht, ne? Können wir laufen von der alten Stelle zu der alten Stelle. So, fertig, reicht. Meine Güte, ey. Sollte man vorher ein bisschen besser planen, vielleicht das nächste Mal. So, neue Linien hinzufügen. Einfach mal hier einmal komplett durch alle Bahnhöfe, die unterirdisch angeordnet sind. So, neue Linien hinzufügen und in die andere Richtung.
Zack, einmal in die Gegenrichtung. U-Bahn lässt sich auch so schön leicht anlegen. Man braucht nicht so achten auf Straßenseite oder so. Man kann hier einfach durchklicken, ne? Der macht das automatisch. Es gibt ja bloß eine Fahrrichtung sozusagen, ne? Das ist schön. So. Zack, Linie abgeschlossen. Dann haben wir auch eine schöne Vororts-U-Bahn. Und hier wird schon ziemlich fleißig gebaut. Und wir sind wieder bei plus 115 Bevölkerung und einer durchschnittlichen Bevölkerungszufriedenheit von, einer allgemeinen Zufriedenheit von, Zitat Ende. So. Das klappt also hier alles. So, was man jetzt noch machen könnte, was ich jetzt erstmal mache, rein dekorativ natürlich. Jip. Wir nehmen uns das, kopieren das und setzen das hier hin. So. Ist das da schon angelegt? Ja, ist angelegt. Ist dicht besiedelt. Weil, da ich, ja, erstens eine Müllverbrennungsanlage ist hier und zweitens eine Raketenabschussrampe. Und ich glaube nicht, dass das so cool ist. Eigentlich wird eine Raketenabschussrampe wirklich am Arsch der Welt gebaut. Erstens, Forschungszwecke, man will nicht, dass man bei anderen abguckt und so. Und zweitens, weil das halt extrem laut ist und wenn hier die Rakete startet, ist es normalerweise so, dass denen die Fenster rausfliegen müssen, so nah wie die hier ran, wie die da dran wohnen. Also da ist ja schon ordentlich Power, was so eine Rakete entwickelt, ne? Erstens, hier müssten wahrscheinlich alle Bäume rundum müssen verbrennen. Okay, verbrennen nicht, so heiß wird das nun auch wieder nicht. Es wird ja gekühlt, aber die müssten auf alle Fälle... Weil das ist ja eine unglaubliche Kraft, die da entwickelt wird. Eigentlich müssen die... Ja, was müssen die? Keine Ahnung. Die müssen auf alle Fälle die Fensterscheiben rausspringen. Aber erstmal starten wir jetzt auch wieder eine Rakete. Start. Wir bleiben einfach mal in der Ansicht. Chip, Egg, Startgelände. Die nächste Rakete startet. Wie hieß die jetzt nochmal? Oh scheiße, ich bin schon wieder raus. Falcon Wings V2. Startet. Und Start eingeleitet, Rakete hebt ab. Ja, es ist exakt dieselbe Rakete. Es scheint die Vorlage gewesen sein, die Voyager V5 oder was das jetzt war. Und sie fliegt an unserer Kamera vorbei wieder. Wir wünschen euch wie immer einen schönen Flug zum Mars, liebe Passagiere. Macht uns da oben alle Ehre. Auf dass der Mars eine neue Erde sein kann. In gut, in besser. Vielleicht hat der Mensch ja endlich mal dazugelernt. So, plus 164 Bevölkerung. Und ich mache jetzt was ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich mache auf dreifache Geschwindigkeit. Damit es hier mal ein bisschen vorangeht jetzt. Ich will endlich die blöden 75.000 Einwohner haben. Bisher habe ich, das muss man ja sagen, ne? Wir sind in Folge, keine Ahnung, 75 oder so. Ich glaube sogar noch weiter sogar. Irgendwie 80 oder so müssen wir mittlerweile sein. Und ich habe bisher nur in normaler Geschwindigkeit oder fast nur in normaler Geschwindigkeit gespielt, ne? Also diese 75.000 Einwohner und diese riesige Stadt, die ist in Normalgeschwindigkeit entstanden. Das, was ihr gesehen habt in den Videos, das war die Originalspielzeit und die Originallaufzeit sozusagen von dieser Stadt. In derselben Zeit könntet ihr eine genauso große Stadt bauen. Und sogar noch schneller, noch größer, wenn ihr speedet. Was ich ja jetzt mache. Plus 17 nur noch. Okay, das läuft nicht so, wie soll. Das läuft jetzt nicht unbedingt so, wie soll. Kann ich irgendwas... Kriminalität. Wie geht das denn? Kriminalitätsrate zu hoch. Was? Hier ist doch... Hier ist doch... Da. Da ist doch Polizei. Die kommt doch überall hin. Ich guck mal ganz kurz. U-Bahn. 3000, nicht mehr, waren das nicht schon mal 4000? Also hier fahren fleißig die U-Bahnen. Ich gucke mir hier mal jetzt ein paar Bahnhöfe an. Und nur was finden. Dazu muss ich aber auch hier reingehen. Also Menschen fahren hier anscheinend noch nicht mit. Gut, es haben sich auch noch ziemlich wenig angesiedelt, das muss man dazu sagen. Hier stehen zum Beispiel ein paar, die kleinen grünen Punkte, die ihr da seht. So. Wie hat sich jetzt eigentlich mit unserer Zugstrecke hier entwickelt? Ach man, mach das doch einfach mal zu, wenn ich das zuhaben will. Die staut sich immer noch extrem und die Güterzüge, warum auch immer, steht hier immer noch ein Güterzug drin. Der kommt doch gar nicht dahin. Der hier auch nicht. Wo will denn 100%? Wann ist hier 100%? Da willst du stehen bleiben oder was?
Habe ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht, weil ich sehe hier in den Güterbahnhöfen keine Güterzüge? Hier. Warum? Warum fahren die hier lang? Wenn ich will jetzt mal echt jetzt, ne? Ich verfolge mal seinen Güterzug jetzt. Ich will sehen, wo der lang fährt. Och Mann, ist doch scheiße. Wenn es Stop and Go ist, dann macht das keinen Spaß. Das Bahnhof, aha. Da sind übel viele Leute. 250 Passagiere in der letzten Woche, Alter. Guck, man kann sogar die Züge umbenennen. Geil, will ich jetzt aber nicht. So, fahr mal weiter. Kommt dem ein Zug entgegen? Steht hier irgendwo noch ein Güterzug auf der Strecke? Wo will der denn hin? Wo will der denn hin, sag mal? Denn hier sind ja auch keine Güterbahnhöfe mehr. Was bringt dem das? So, der fährt jetzt hier. So, wo fährt der jetzt lang? Geradeaus weiter, okay. Okay, ja, weiter. Muss er erstmal wieder warten, neuer Bahnhof. Ich warte, steht der erstmal wieder eine halbe Stunde? Ich verstehe es nicht. Und dann fährt er hier lang, ja, und weiter. Ist hier noch irgendein Güterzug, der schon weiter ist? Hier hinten. Der fährt jetzt da. Ach, guck mal, da ist einer rausgekommen. Ah, geht doch. Und der fährt jetzt einfach durch. Was ist das für ein Schwachsinn? Guck mal, da kommt jetzt ein Güterzug. Der fährt nicht da rein. Der fährt durch die Stadt. Ernsthaft. Warum? Es sind aber, ist ja gerade ein Güterzug reingefahren unten. Der müsste jetzt ja bei den Güterbahnhöfen hier rauskommen gleich. Da ist er. Da ist einer. Ist nicht der, ist ein anderer, aber der ist schon mal da. Okay. Also die nutzen das. Die nutzen das schon. Der ist jetzt aber auch verschwunden einfach. Okay. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum. Da kommt der nächste. Zack, null. Abgeliefert. So, der ist auch wieder verschwunden. Okay, die verschwinden einfach neuerdings. Gut. Statt hier weiterzufahren, ne? Aber. Warum wollen die Güterzüge bitte durch die Stadt durch? Wie kriege ich das verhindert? Wenn ihr eine Möglichkeit wisst, wie ich das verhindert bekomme, dass die Güterzüge durch die Stadt durchfahren wollen, bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Da mache ich nämlich für heute erstmal wieder Schluss mit der Aufnahme. Kein Platz mehr. Ich dachte, ich habe gar keine Friedhöfe mehr. Okay. Und vor allen Dingen, wie ich auch das Personenzugproblem gelöst bekomme. Gerne Vorschläge in die Kommentare. Freut mich. Würde mich sehr freuen. Gut, bis dann würde ich auch wieder erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Schaut auch in die anderen Projekte rein, zum Beispiel The Witcher 3, was gerade läuft. Sehr spannendes Spiel, sehr interessant. Ich habe sehr viel Spaß auch dran. Und bis dann würde ich allerdings erstmal sagen, über jeden Like würde ich mich freuen. Und um nichts mehr zu verpassen, natürlich abonnieren. Aber das wisst ihr. Und dann erstmal bis zur nächsten Folge. Tschüss!